Hallo und herzlich willkommen zurück zu History Line. Und Hagen, jetzt schaffen wir es, würde ich sagen. Ja, jetzt treten wir die Franzosen in den Staub. Genau, mit neuer Kraft die zweite Mission im Winter des Jahres 1914. Da haben wir das letzte Mal so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, irgendwie gegen diese Unsummen von Gegnern. Aber wir haben uns ein bisschen taktisch beratschlagt und wir kriegen das hin. Und um in die richtige Stimmung zu kommen, habe ich noch das hier. Ja, diese schöne Pickelhaube, wie man es nennt. Da erzähle ich später noch ein bisschen was dazu und jetzt gucken wir mal, wo wir stehen, würde ich sagen. Jawohl. Los. Und da wird auch schon gleich geschossen, nämlich... Von unserer dicken Wummer auf die kleine Artillerie von ihm. Genau. Na, die müsste eigentlich was werden, ja, das, oder? Da müssten wir doch mal richtig Erfahrung bekommen. Und, jawohl. Wo stand die nochmal? Keine Ahnung. Von der Erfahrung her, rechts außen stand, da stand sie. Ja. Rechts siehst du es ja immer. Ah, ja, genau. Ach, die, genau, die steht an dem Depot. Ja. Fabrik, Depot? Depot. Fabrik, was? Fabrik, wir können was bauen. Ja. Ja, das war jetzt bedingt effektiv. Ja, es geht nur um die Erfahrung. Ja. Genau, denn ihr werdet es vielleicht dann jetzt gleich merken, wir werden alles daran setzen, jetzt unsere Artillerie aufzurüsten. Ja, denn im Kampf Mann gegen Mann bei dieser schieren Übermacht des Gegners haben wir wahrscheinlich keine Chance. Das heißt, wir müssen sie von hinten zu Klump schießen. Das ist der Plan. Und das machen wir. Und das haben wir auch hier schon wieder geschafft. Die nächste Einheit auch schon weg. Jetzt hauen wir die Kavallerie um und holen das Eiserne Kreuz für die mittlere Artillerie. Sollen wir sie jetzt ganz umschaffen? Na. Ja, genau. Da bleiben nur noch die Gäule stehen. So geht's vorwärts. Ja. Okay, und jetzt eine mittlere Artillerie, die hat schon das Eiserne Kreuz. Die muss doch jetzt mit dieser leichten Artillerie kurz einen Prozess machen. Was zumindest zu hoffen wäre. Ja. Ja. Nur der letzte. Ja, ja. Also, eine erfreuliche Runde. So, haben wir noch was? Ah, jetzt unser kommt Panzerwagen, der Spähpanzer. Der ist auch schon, hat auch schon Eisernes Kreuz. Ist jetzt nur nicht sonderlich gut gepanzert, aber... Oh, schon einer weniger. Ja. Ja. Jawohl. Den müssen wir dann mal reparieren lassen. Schon wieder. Irgendwie den reparieren wir alle zwei Runden. Haben wir den schon repariert? Ja. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So. Infanterie gegen Elite-Infanterie. Das könnte jetzt übel werden. Ja, aber wir haben sonst keine Chance. Ja. Ich meine, greifen wir sowieso an. Ja, nee, das dürfte... War das nicht links unten? Halbwegs ausgewogen. Genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns irgendwie eingraben und verhindern, dass der Gegner uns irgendwas abnimmt. So. Das heißt, die Artillerie lassen wir jetzt quasi stehen eigentlich, oder? So war der Plan, ja. Ich war nur gerade am gucken, was der da rechts gemacht hat, weil ich habe geglaubt, ihn bauen zu sehen. Und das ist natürlich eine ganz üble Geschichte. Ja. Hier oben, die Infanterie, der könnte eigentlich hier mal, wir können den eigentlich da so ranlocken und dann blitzschnell reingehen. Genau, wir müssten eigentlich... Wir haben zwei und er hat drei. Wir sind sowas von tot da. Das Problem ist, wir kommen da nicht durch die Berge durch mit einer, also selbst wenn wir unten noch eine Artillerie bauen. Aber wir könnten eine große Artillerie bauen, auf die Schienen stellen und dann damit verhindern, dass er in die Fabrik reinkommt. Guck doch mal, wie viel... Ne, bauen können wir nur im Angriffsmodus. Ja. Haben wir irgendwo noch was drin, was wir rausziehen können? Ich mich recht erinnere nicht. Doch, ist eine Elite-Infanterie. Ich glaube, die haben wir gebaut, um dem da links vor die Füße zu fahren. Mhm. Ich glaube, wir mussten ja sowieso wir hier... Wir könnten rücken. In das Fahrzeug direkt rein. Aber wollen wir nicht hier da drüben hin zu diesem braunen... Ich glaube, oder? Ja, probieren wir es mal. So eine popplige Kügel. Nur hier kommt er nicht lang, um den Ding zu erobern, gehe ich von aus. Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Also wenn er da rein konnte, das wäre ja echt übel. Würdest du da reingehen, oder?
Genformat. Ja. So, da können wir mal gucken. Ich meine, so oder so können wir den da hinten abfangen. Ja. Ist da die Lage? Im Moment haben wir sie ein bisschen zurückgeschlagen. Ja, der schießt uns hier zu Klump. Das ist das Problem. Die wollten wir, die Elite-Infanterie wollten wir, glaube ich, reparieren. Geht nicht. Müssen wir die andere Infanterie, die Elite-Infanterie daneben erstmal wegziehen. Ja, das Problem ist, dass der uns hier oben zu Klump schießt und der da auch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, oder 6. Wollen wir einfach erstmal alles bis auf ganz wenige ins Depot ziehen? Ja, das Problem ist. Aber die hier sind ja noch nicht so gut, das ist das Problem, ja. Der greift die an. Also die schwere Infanterie macht jetzt schwere Artillerie macht so eine Infanterie jetzt wahrscheinlich in einem Schuss weg. Ja gut, aber es sind zwei Stück, das ist das Problem. Ja. Deswegen würde ich zumindest den einen hier noch stehen lassen, den anderen würde ich, kann man den reparieren? Bestimmt, oder? Guck mal. Wollen wir den reparieren? Der hat vier. Der ist noch nicht so weit angeschlagen, deswegen. Ja, aber der wird ja demnächst wieder angeschossen. Genau, zieh die mal rein. So, und jetzt würde ich den da so stehen lassen, wie er ist, die kleine Infanterie. Mhm. Die Kavallerie links, vielleicht können wir die mal aus dem Schussfeld bringen, weil die brauchen wir dann nachher zum schnellen Vorstoß. Die würde ich einfach mal unten wegpacken. Ja, nach links eher nicht, weil da sind ja die anderen Artillerien hier drüben, oder? Genau, die würde ich einfach mal aus dem Spiel nehmen. Dahin und oder weiter runter? Ich würde es weiter runter, weil angreifen können wir eh nicht. Ja, ich würde nicht zu weit weg, falls wir doch mal Stress kriegen, dann. Okay, ja, dann stell's dahin. Dann müssen wir dahin. Mhm. Und der da, den dahin. Wird der sowieso nicht angegriffen erstmal? Da kann man es hinstellen, falls irgendwas runterkommt. Ja, den rechten Spähpanzer, der hat nur noch 4. Ja, wir haben echt das Problem. Was machen wir mit dem Ding, ja? Wir könnten die eine Elite-Infanterie da wegziehen. Die rechte von den beiden, die nach links ziehen. Da auf aber die wird auf jeden Fall angeschossen dann. Ah ja, stehen zu viele rum. Ja. Und dann hätten wir die andere wegziehen können. Oder ziehst du nach rechts? Eins nach rechts vielleicht einfach? Oder wir rennen vor zum Bunker und versuchen den Bunker Der Bunker, dann stirbt sie. Ja. Da oben sind 4 Artillerien, also das ist dann vorbei. Oder wir ziehen sie einfach rein und warten. Ja. Genau, zieh sie rein und mach den Spähpanzer, zieh den dahin, wo die stand. Ich glaube, da kommt der nicht hin, oder? Oh, doch, dahin kommt er. Und die zurück? Nach da? Ja, um die Artillerie zu schützen. So, hä? Genau, dass wir immer vor der Artillerie 2 Einheiten haben. Wir hätten natürlich auch einfach den Zug nach vorne ziehen können. Guck mal, ob man den Zug... Kann man nicht reparieren, haben wir, glaube ich, das letzte Mal probiert. Ja, genau, nee, ob man den sinnvoll vorziehen kann irgendwo. Ja, da sind halt die ganzen Artillerien, ich würde die erstmal wegschießen. Ja, warten wir erstmal. Ja. Genau, Geduld ist eine Tugend. Haben wir, wie weit kann der Zug schießen? Ich guck mal kurz nach im Handbuch. Gefechtspanzer. 2 Felder weit. Das kannst du noch gar nicht wissen, ich habe noch gar nicht hier nachgeguckt. Da steht Stärke Strich Radius. Ja, psch! Panzerspähwagen, Bunker, Fesselballon, da. Eisenbahngeschütz, Panzerzug. Ja. Der kann 2 Felder weit schießen. Ah, welche Überraschung. Da steht's. Wie erfreulich. Wollen wir den einfach mal nach hier stellen, weil wenn der jetzt nach rechts zieht... Mhm. Ach so, das meinst du... Dann können wir ihn einfach angreifen, oder? Nicht unclever. Und wenn es nichts bringt, ist auch gut. Ja. Ja, dann können wir wieder nach vorne fahren. Mhm. So, die beiden, der hat 5, der wird schon 6 und der hat 5, die werden schon nicht sterben. Ja. Mit 6. Ich bin somit eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Der da noch was drin? Aber mich nicht daran, aber dann würde ich jetzt einfach beenden wollen, oder? Ja. Auf. Hat uns nicht angegriffen. Dann guck doch mal, ob wir noch eine Artillerie bauen können an der geschickten Stelle. Vielleicht. Da ist schon, steht schon alles so voll. Vielleicht da unten? Links? Wir können noch nicht. Wir können nur eine kleine, aber ich würde noch warten. Dann leisten wir uns am Ende eine große. Das ist vielleicht geschickter, oder? Mhm. Ja, dann lass mal die Waffen sprechen.
Wollen wir mit der kleinen Infanterie zuschießen? Wollen wir erstmal oben anfangen? Wir fangen jetzt mal an. Erstmal mit der Schwede. Erstmal die, die am weitesten weg ist, oder? Jo. So macht man das immer, damit man weiß, was man alles schon angegriffen hat. Ja, siehst du, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Die kann nämlich nur eins angreifen. Zwei, die ist auch tot. Und das ist eine leichte. Die kann gar nichts angreifen, auch super. Mittlere auf die Artillerie. Ja, sehe ich auch so. Wenn wir nämlich die schon mal aus dem Spiel hätten. Meinst du, die stirbt? Hm. Eisernes Kreuz gegen... Ich weiß nicht. Andererseits müssen wir mit denen... Der mittleren... Ja. Müssen hier oben den eigentlich angreifen, oder? Hm. Nee, wir greifen, glaube ich, eher den an, oder? Hm. Wie viel Erfahrung hatten der? Einen Punkt. Ich glaube, wir greifen über die weiter hinten an. Ne? Ja. Und die große? Auf die da? Ja. Wegräumen, sonst greift es uns gleich an, oder? Ja. Und der konnte nicht, also haben wir damit eigentlich erstmal alles erledigt. Mhm. Der hat auch keine Angriffsziele. Das heißt, wir können nur jeden den da angreifen. Mhm. Die Frage ist, wollen wir es? Ja, mach. Es sind halt nur zwei Einheiten, dann sind sie gleich tot. Oder ziehst du nach links rein? Ja, dann schießt die hier oben auf sie. Also ich hätte jetzt gesagt, die sind so oder so tot. Ja, was würdest du tun? Lass es. Wenn sie... So haben wir noch die Option, mit der irgendwo in ein Gebäude reinzulaufen. Und wenn sie angegriffen wird, dann schießen sie eh zurück, dann ist auch egal. Ja, wir lassen mal so, glaube ich. Bist du soweit zufrieden? Sehr schön, Hagen. Warten auf den Bewegungsmodus. Der Computer ist wieder mal so langsam. Oh, der zieht auch Artillerie raus. Ja, der hat nochmal gebaut, glaube ich eben. Ja. So, ja, das ist ja jetzt wohl ganz leicht. Schade, dass die nicht noch mehr Erfahrung bekommen können. Aber die sind eh schon ein bisschen overpowered. Ja, Artillerie ist schon sehr stark in dem Spiel, muss man auch sagen. Wobei, andererseits, ich glaube, das war sie auch im echten Leben. Die Pickelhaube steht dir, Dennis. Ja, die Pickelhaube ist ja, kommt ja aus Preußen ursprünglich. Und die Pickelhaube, die hat diesen Pickel ja, um... Hiebwaffen abzuwehren, also so ein seitlich geführter Säbel, dass der daran abprallt. War Mitte des 19. Jahrhunderts wohl auch total praktisch. Im Ersten Weltkrieg wurde der noch eingesetzt, allerdings relativ unpraktisch, weil wenn man sich versteckt hat, halt immer noch der Pickel rausgeguckt hat aus den Schützengräben. Auch noch schön glänzend, ja, in und dann, Gold. Genau, und dann sieht man noch hier diese glänzende, das ist jetzt hier nur ein Imitat natürlich, aber das hat im Original sehr schön die Sonne reflektiert, sodass man dann besonders gut noch gesehen wurde vom Feind. Und als der dann Schusswaffen hatte, noch besonders toll zu zielen war. Ja, also das war kein Problem, als man noch nicht so weit schießen konnte, aber wie wir hier sehen, soweit man sehen kann, kann man auch schießen. Es gab dann verschiedene Workarounds dazu. Also zum einen, damit das Glänzende bei der Schlacht kein Problem ist, gab es so einen Helmüberzug. Mhm. Das heißt, du hast einen schönen Helm gehabt und hast dann was drüber gezogen, dass man den nicht sieht. Und ab 1915 hat man dann den Pickel oben abgeschraubt, damit man im Schützengraben nicht zu sehen war. Also der normale Sturmhelm war das dann eigentlich schon, ne? Ja, genau. Also, da kommt auch dann raus, wieso der dann schwarz war am Anfang bei den Sturmtruppen. Stimmt, das ist im Prinzip genau der Helm. Ja. Nur halt ohne Pickel. Ne, fällt mir auch gerade so auf, ja. Vermutlich war das jetzt historisch total inkorrekt, aber trotzdem passt.